Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wie bereits in der letzten Folge angekündigt, werde ich, bevor es heute hoffentlich noch in den Apfelwald geht, je nachdem wie lange es dauert, zuerst etwas nachholen, das ich in meinem Original-Let's Play vergessen hatte, beziehungsweise von dem ich ehrlich gesagt einfach nichts wusste. Und zwar die Tagebücher der Gildenmitglieder Sonflora und Bidiza. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwie die Bonus-Stories, die die beiden haben werden, vorwegnimmt. Wenn ja, scheiß ich drauf, jetzt mal for real, die sind eh nicht sonderlich krass. Ja. Und ich werde das Ganze nicht mit den Stimmen der Charaktere reden, weil ich bin nicht behindert. Auweia Tagebuch von Sonflora. Eintrag 1. Total durchgeknallt. Tag XX Monaten OO. Sonic. Auweia, erfreut euch kennenzulernen. Ich bin Sonflora, ein Lehrling der Gilde. Aber das bedeutet, dass jemand außer mir mein Tagebuch liest. Riskiert da jemand einen Blick? Das ist schrecklich. Willst mich verarschen? Das war der erste Eintrag. Alberna Krakelo, wieder die Tag. Aber ja, dieser dumme Krakelo. Er kann so zerstreut sein. Jeder weiß, dass man, wenn man in einem Dungeon besiegt wird, einige Items und die Hälfte seines Geldes verliert. Aber natürlich muss er all das vergessen und sich Hals über Kopf in den Dungeon stürzen. Und das führt dazu, dass wir beide besiegt wurden. Also wurde auch ich zur Gilde zurückgeschickt. Das ist frustrierend. Ich will niemals mehr mit Krakelo einen Dungeon betreten. Ah ja, übrigens haben sich zwei neue der Gilde angeschlossen. Ich glaube, sie heißen Fragezeichen-Man und Schmünter. Sie sind beide bewundernswert. Ja, ich weiß, erzähl mir was Neues. Dass ich diesen Kack immer wieder neu aufschlagen muss, nervt mich. Lecker essen. Morgen werde ich mit Bidiza auf Erkundung gehen. Also ich weiß halt nicht, ob man vielleicht auch später noch mehr finden. Ob die dann noch mehr Einträge haben, das werde ich noch irgendwann später im Spiel dann gucken. Morgen werde ich mit Bidiza auf Erkundung gehen. Dieser Bidiza streift sicher unnötig umher. Ich sollte reichlich Essensvorräte mitnehmen. Warum wir reichlich Vorräte benötigen? Naja, wenn man durch den Dungeon streift, wird man hungrig, wenn sich nach und nach der Magen leert. Wenn sich dein Magen leert, wirst du schwächer und schwächer, bis du schließlich stirbst. Bidiza ist nicht sehr erfahren, daher werde ich ihn unterstützen. Außerdem beabsichtige ich, über den Verlauf meiner Erkundung mit Bidiza zu schreiben. Darauf sollte man sich wirklich freuen. Das bringt mich wieder zurück zu der Annahme, dass jemand mein Tagebuch liest. Hä? Wie kommst du da drauf? Erkundungsgrundlage. Ich hab's versprochen und hier kommt er, der Bericht über meine Erkundung mit Bidiza. Die Unwissenheit von Bidiza im Hinblick auf das Erkunden hat mich erstaunt. Hier ist ein Beispiel. Wenn ein Gegner neben einem steht, wendet man sich ihm durch Drücken von Y zu. Einfach nicht? Selbst das wusste er nicht. Aber er brauchte nur etwas Nachhilfe. Als ich es ihm erklärt habe, hat Bidiza es schnell begriffen. Er ist gar nicht so übel. Den Job haben wir auch erledigt. Ein weiterer toller Tag. Dieses Tagebuch ist komplett bescheuert und jetzt kommt irgendein Tutorial. Neulich habe ich einen fiesen Schrecken bekommen. Während der Erkundung eines Dungeons war ich unvorsichtig und habe einen Treffer von einem Feuer-Pokémon abbekommen. Mann, bin ich doof. Ich bin Pflanzen-Pokémon. Deswegen bin ich tot. Ich sollte wirklich erklären, worum es hierbei geht. Wie du weißt, gibt es viele verschiedene Pokémon-Typen, wie etwa Feuer und Wasser. Ich skippe das gerade nicht, Und Krakelo hat mich gerettet, danke. Und das andere Mal habe ich ihn angeschrien. Ich habe gesagt, dass ich niemals mit ihm auf Erkundung gehen will. Tut mir leid, ich nehme das zurück. Oh, der Eintrag ist tatsächlich cooler, sag ich mal, als ich dachte. Der spielt nämlich, da sieht man sogar in der Bonus-Story dann, wie Sonflora den schreibt. Ja, genau das. Das sieht man in der Bonus-Story, wie Sonflora diesen Eintrag geschrieben hat. Es ist etwas sehr Rätselhaftes heute in unserer Gilde geschehen. Wir waren in der Gilde, als dieser scheußliche Gestank gekommen ist. So eine übel riechende Qualmwolke habe ich noch nie erlebt.
Es war ein Augenblick, der echt scheiße war. Aber niemand wollte sich dazu bekennen. Aber mich führt man so leicht nicht hinters Licht. Ich weiß, was ich gerochen habe. Da gibt's kein Vertun. Unter welchen mysteriösen Umständen es ins Heim gesucht hat. Wer ist der Übeltäter? Skunk Tank. Und die seltene Expedition. Während der morgendlichen Unterhaltung hat Plaudergeist etwas wirklich Erfreuliches mitgeteilt. Es steht eine Expedition an, die letzte liegt schon Ewigkeiten zurück. Von unserer letzten Expedition haben wir haufenweise Schätze mitgebracht. Wir haben alles mit jedem in Schatzstadt geteilt, das war toll. Und die bevorstehende Expedition dürfte spaßig werden. Ich frag mich, wo wir diesmal Kunden gehen werden. Meine Mitbewohner... Palim Palim ist weiblich? Das verändert gerade mein fucking Weltbild. Ja gut. Und so wie der Text läuft, bin ich mir sehr sicher, dass da noch die späteren Story-Ereignisse auch noch hinzugefügt werden. Das heißt, ich werde das Ganze am Ende des Spiels nochmal lesen. Ich denke, das wird dann die drittletzte Folge des Projekts werden. Die vorletzte wird die Jukebox mit sämtlichen Soundtracks und zum Abschluss versuche ich dann eben den Verhängnisturm zu spielen, wie schon mal angekündigt. Natürlich werde ich alles tun, um ausgewählt zu werden. Ich bin motiviert. Ja, dann mal gucken, was Bidiza alles geschrieben hat, vermutlich auch etwas über seine Bonus-Episode und über uns. Auch 7 Kapitel, ja, das sieht man hier. Geht mein Bestes, das Jawohl, ja, Journal. Scheint schon ziemlich lang her zu sein, dass ich hier an dieser Gilde als Lehrling angenommen wurde. Es ist echt niederschmetternd, so kacke zu sein, als ob ich das nicht wüsste. Ich bin ein langsamer Arbeiter und brauche länger als andere, um Dinge zu lernen. Wie vermisse ich nur meine Heimat und meine Leute. Aber ich kann nicht das sein, was ich sein will, wenn ich mich jetzt geschlagen gebe. Nee, wirklich nicht. Ja, ich habe einen großen Traum. Ich werde sicher mal ein erstklassiger Erkunder. Deshalb habe ich mit diesem Tagebuch hier begonnen. Ich verwende es, um festzuhalten, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Morgen werde ich erhobenen Hauptes losziehen und die Dinge in Angriff nehmen. Eia, Bidiza. Nächstes. Menschenskind bin ich glücklich. Warum ich so glücklich bin? Endlich habe ich Junior-Mitglieder unter mir. Das ist toll. Und die beiden sind so freundlich und nett. Ich bin glücklich. Ich muss für meine neuen Freunde ein gutes Vorbild abgeben. Ich muss besser werden. Ich fange gleich morgen damit an. Im zweiten Kapitel geht es also immer um Hirschmüntern, Fragezeichen, Man. Das dritte wird, denke ich, über die Bonus-Episode gehen, oder nicht? Ich hab's nicht bemerkt. Nach dem Abnehmen von Jobs und vom Job und Ganoven in Fubrett muss man aus... Ah ne, Tutorial. Muss man ausüben auf der Jobliste wählen, um sie zu erlegen. Das wusste ich nicht. Ich bin also in Dungeons gegangen, ohne die Jobs vorher mit Ausüben zu aktivieren. Kein Wunder, dass ich meine Jobs nie erledigen konnte, obwohl ich den entsprechenden Dungeon betreten habe. Jetzt verstehe ich auch, warum Plaudergeil immer so aufgebracht ist, wenn es um mich geht. Dann die Erkundung mit Sonflora. Sonflora ist ziemlich toll. Neulich bin ich mit Sonflora auf Erkundung gewesen. Wie sich herausstellte, ist Sonflora eine richtige Expertin, was Dungeon-Kämpfe angeht. Wenn ein Gegner außer Reichweite ist, bewegt sie sich nicht auf ihn zu, sondern drückt A für einen Angriff ins Leere. Das mache ich nur, wenn der Gegner schon neben mir steht. Dann überbrückt der Gegner die Distanz zu ihr in seiner Runde. In der Folgerunde ist sie dann die erste in Reichweite für einen Treffer. Sie weiß echt, was sie tut. Ich wollte schreien und brüllen, als ich sie ihren Trick hab einsetzen sehen. So aufregend war das. Was mich angeht, ich stürze mich immer in einen Kampf. Daher bin ich auch immer der Erste, der auf die Schnauze kriegt. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Ich weiß nun, wie man es macht und kann nun effektiver erkunden. Attacken sind klasse! Das hört sich toll an. Nun, offenbar gab es noch eine weitere Sache, von der ich keine Ahnung hatte. Wenn man Attacken anstatt reguläre Angriffe verwendet, um Gegner zu besiegen, bekommt man mehr Erfahrungspunkte. Wussten das alle außer mir? Ich wusste das nicht. Aber noch krasser.
Man muss den Gegner nur ein einziges Mal mit einer Attacke treffen. Außer der einen Attacke kann man ihn mit regulären Angriffen traktieren und trotzdem erhöhte EP bekommen. Was haltet ihr davon? Attacken haben ferner eine höhere Volltrefferrate als reguläre Angriffe. Selbst schuld, wenn ihr sie nicht verwendet. Von morgen an werde ich mehr Attacken einsetzen. PS, ich habe tatsächlich getan, was ich versprochen habe und reichlich Attacken auf meiner Erkundung eingesetzt. Aber mir sind die AP ausgegangen. Ich vermute, Erkunden ist niemals so leicht, wie es aussieht. Also der Hauptunterschied, der mir so auffällt. Bidiza rechnet damit, dass jemand das Tagebuch liest und anscheinend auch ziemlich positiv. Der spricht ja sogar einen Leser an. So ein Flora, liest es nicht. Und ja, meine Geräusche sind toll. Stinkbombe. Neulich geschah echt was Überraschendes. Als ich das Ganoven-Infobrett studierte, lag plötzlich ein mieser Schwefelgeruch in der Luft. Aber dann drehten sich alle zu mir, als ob das was damit zu tun gehabt hätte. Ich schwör's, ich hatte nichts damit zu tun. Ich weiß, dass ich dann und wann in der Vergangenheit schuld gewesen bin, so wie das eine Mal in meinem Zimmer. Und auch die beiden Male in der Kantine, das eine Mal in der Unterkunft des Guildmeisters und dieses Mal bin ich aber wirklich unschuld. Was ist das für ein Eintrag? Junge, wie dies? Die Gilde begibt sich demnächst auf eine Expedition. Es wird meine erste. Mein Herz rast schon, Menschenskinners. Aber wenn sie überhaupt in Erwägung ziehen, mich mitzunehmen, verglichen mit den anderen bin ich kacke. Sogar die Neulinge von Team Gelbwahlcode werden besser und besser. Aber ich gebe nicht auf. Ich werde mein Bestes tun, um ausgewählt zu werden. Die Tagebücher. Also, mein Favorit war mit Abstand Bidiza Eintrag 6. Da kann niemand was sagen. So, ich soll jetzt eben in den Apfelwald gehen, um perfekte Äpfel für Knuddeluft zu holen. Weil, ne, ist ja nicht so, als ob vielleicht Team Skull und ja, ich nenne die so, unsere Vorratskammer leer gefressen haben. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich nicht dasselbe getan hätte. Ja, jetzt habe ich ja wieder so... Mom, Ernst, warum kann ich nicht einfach rausfinden, was L ist? Willst du mich... Dieser Moment, wenn man keinen Bock mehr hat und sich fragt, warum man überhaupt hier ist. Kann nicht wer anders das Let's Play übernehmen? Ich bin nur noch Deko. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Drücke einen Knopf. Vor allem, das war einfach nur Q. Einfach nur Q. Die erste Taste unter den Buchstaben. Nicht irgendwas in der Mitte. Die allererste. Warum nehme ich auf? Ah ja, die Gilde begibt sich auf Expedition. Ich gucke zum ersten Mal in meinem Leben hier rein. Feuersturm und Psychokinese. Ja, wahrscheinlich. Hilft mir vor allem sehr viel bei meinen Pokémon, wenn ich überhaupt das Geld hätte. Ich denke, wenn da Donnerblitz oder sowas wäre und ich das Geld gerade so hätte zusammen mit der Bank, hätte ich es mir gegönnt. Oder so Gigasauger. Aber naja, ne? Wohin soll die Reise gehen? Zum Apfelwald. Was würde eigentlich passieren, wenn ich eine falsche Mission machen würde? Hier muss es zum Apfelwald gehen. Laut Plaudergei müssen wir in den tiefsten Teil des Waldes. Dort sollen die perfekten Äpfel sein. Geben wir wie immer unser Bestes. Und natürlich... Kommen auch diese drei Keks hinterher. Sie haben sich anscheinend auf den Weg gemacht. Gehen wir ihnen nach. Mann, warum kann ich Skunktank nochmal lachen? Skunktanks Lache ist die, die ich zum Synchronisieren am tollsten finde.
Und auch, es geht weiter. Road to irgendeine sinnvolle Feuerattacke. Paras Villains Team, das geht ja jetzt. Ist das mein erstes Teammitglied? Ein hässlicher Käfer mit zwei Pilzen, den ich nie wieder benutzen werde. Ich will dieses Mal so ziemlich möglichst allen Pokémon irgendwelche Namen geben. Dafür aber auch nicht so viele mitnehmen. Also ich würde wirklich sagen... Das ist der eine Name, an den ich denke, wenn ich an... Genau, Olak. An etwas Nutzloses denke, das niemand mag. Ich meine, hi. Hey, Olaf. Ups, das war versehen. Kein Bock auf dich da hinten. Ups, da ist ja eine Treppe. Tschüss! Boah, bei mir läuft heute wieder. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Dungeon ist. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Dungeon-Länge von Mystery Dungeon zu Mystery Dungeon extremer wurde, was die Spielzeit erhöht hat. Auch wenn ich persönlich deswegen nicht finde, dass irgendwie jetzt zum Beispiel Super Mystery Dungeon, der neueste Teil der Reihe, gestreckt wird. Aber ich habe echt so das Gefühl, ich habe auch neulich, also vor nicht so langer Zeit, bin auch tatsächlich noch nicht durch, auch wenn ich die Story schon kenne, begonnen, Portal in die Unendlichkeit zu spielen. Finde ich absolut underrated, den Teil. Aber da hat man schon sehr früh Dungeons, die einige Ebenen zweistellig haben. Das nach wirklich relativ kurzer Spielzeit. Und das Ding hier wird hoffentlich nicht zu stark. Okay. So viel dazu. Ah ja, ich habe gerade auch überlegt, wann ich überhaupt meine erste Beutelvergrößerung bekomme. Fände ich nämlich auch mal ganz nett. Aber zum... Ich weiß wann. Ich sag das dir mal noch nicht so... Heute ist wieder toll, die Hälfte der Zeit spoiler ich irgendwelche Bonus-Episoden oder sowas, die andere Hälfte der Zeit sage ich sowas nicht wegen einem Spoiler, der nicht mal weit in der Zukunft liegt oder sowas. Wirklich, nee. Ja, okay, eigentlich. Eigentlich schon lächerlich, dass ich es nicht sage nach der Expedition, wenn ich es gerade nicht falsch im Kopf habe. Und nein, den Lauchkopf, nee, oh boah, scheiße. Da fällt mir schon so ein guter Name ein und dann nehme ich ihn nicht mit. Nächstes Mal, wenn Myrapla mitkommen will, kommt's rein. Flairsamen, um sie benommen und unbeholfen zu machen. Die Gegner, nicht dich selber. Außer du willst auf die Schnauze. Das ist Myrapla. Hey, Lauchkopf! Ah ja, genau, sehr gut. Los, auf die Tasten, Hermann, ich bring dich um. Ich sagte, ich bring dich. Willst du mich eigentlich komplett? Und dann willst du nicht mal mitkommen. Wo wir gerade von mitkommen reden. Hier. Gib dir mal den Typen, Fragezeichen, Mann. Was ist denn das für ein Keck? Ja. Und jetzt passt der Name nicht rein. Aber ich hätte auch eine Alternative. Danke. Der gute alte Lauchkopf. Und ich werde, auch wenn ich am Anfang überlegt habe, ob ich vielleicht wirklich zwei, drei wilde, eher gesagt, wären es zwei wilde Pokémon hole, die ich immer, wenn möglich, mitnehme, sozusagen als drittes und viertes Teammitglied,
Hab mich aber dagegen entschieden, vor allem da in den storywichtigen Abschnitten, wie zum Beispiel der Expedition. Oh Gott, Fragezeichen, man hat Probleme. Und das war nicht das, was ich wollte. Okay, aber wegen der im Absorber. Oh, das war gut. So, umdrehen, kommen lassen. Auf die Schnauze! Das war schon relativ knapp für Fragezeichen, man. Aber der Baba haut natürlich raus. Jetzt wär's aber auch langsam an der Zeit, hier die Treppe zu finden, oder? Habt ihr das gesehen? Dieser Olaf hat gerade... Ja, eben. Der hat einfach meine Sinelbeere eingesteckt. Hä? Willst du mich verarschen? Das ist eine Sache, die ich so abgrundtief hasse. Und vor allem in Portale in Unendlichkeit passiert mir das so oft. Es gibt einen einzigen Raum, den ich nicht erkunde in einem Dungeon. Auf der Suche nach der Treppe. So mit dem Nebengedanken, ja, warum sollte das denn genau da sein? Ja, in wie vielen Prozent ist der Raum da? Ich glaube 95. Das Traurige ist, das dürfte nicht gelogen sein. Jedes verkackte Mal wieder. Alter, hier gibt's auch noch Smetbo. Willst du mich eigentlich anlutschen? Oh! Und habe ich meine Piersiff-Beere weggepackt? Alter. Bitte sag mir, ich habe meine Piersiff-Beere eingepackt. Ich bin doch nicht komplett behindert. Also manchmal. In 2% der Fälle. Wer wettet mit das... Oh ne. Ah doch, vielleicht noch. Ich habe kurz gedacht, das Wunderfeld wäre die Treppe. Wer wettet mit, dass die Treppe unten rechts... Oh ja, cool. Ich meine, das Geld hätte ich jetzt auch mitnehmen können, aber... Ich mache dasselbe wie in meinem letzten Let's Play. Ich geiz so lange mit Items, bis es keinesfalls noch anders möglich ist. Junge! Level 12. Keine neue Attacke. Und jetzt brauche ich auch die fucking Treppe, ansonsten bin ich komplett im Eimer. Auf die Schnauze, Alter! Willst du Stress? Ich will den Dungeon heute schaffen. Schlafsam. Natürlich keine Piersiff-Beere. Was erwarte ich? Ich habe nicht die Zeit, auch wenn das Gift deutlich langsamer Schaden macht, als ich dachte, zum Glück. Jetzt auch das noch. Ja, schön für dich, dass du existierst. Es geht noch weiter. Ja, Feuer-Pokémon habe ich nicht im Team. Da hätte ich mich auch wieder in meinem alten Let's Play... Mal im Ernst. In meinem alten Let's Play habe ich nie... Ach, Spezialverteilung steigt. Da habe ich nie die Gummis gefunden, die ich brauche für meine Mon. Und dieses Mal ist es genauso. Diesmal finde ich die, die ich für meine Mon aus dem letzten Let's Play brauche. Sollte ich irgendwann, wenn ich das dann hinkriegen könnte, leckfrei, das wäre der einzige Grund, den ich für den Reload noch sehe. Oder wenn ich irgendwann wieder total Bock auf das Spiel habe. Wobei aber, das kann ich gleich sagen, auf jeden Fall vorher auch mal Team Rot-Blau kommt. Aber wenn ich noch irgendwann Reloaded machen will, was wetten wir, dass ich ständig Gelb- und Grün-Gummis finden würde?
Außer ich hätte ein Pflanzen-Pokémon im Team. Elektro nicht, weil Pikachu nehme ich. Pikachu, okay, naja. Kann man auch dazu sagen, Pikachu nehme ich, aber wirklich nicht gerade wahrscheinlich, sage ich mal. Und sonst ist nur Shinux, was ich auch nicht nochmal nehmen würde. Nicht, weil ich das Mon nicht mag, aber wegen ein bisschen Abwechslung. Ne? Bekämpfst du das Ding. Ja. Wetten, da würde ich dann die ganze Zeit diese Gummis finden. Und wetten wir, die Treppe... Oh! Hoffen wir, die Treppe ist nicht oben rechts. Oh. Wirklich nicht. Den Damage verkraftest du. Das Geld ist gerade wichtiger. Alter, so rum. Es geht immer noch weiter. Meine Tackles sind gleich leer. Da hau ich mal normal drauf. Du tackles, das reicht. War's das dann langsam mal? Hallo, ich wollte hier heute noch fertig werden. Mit der nächsten Story-Szene kann ich aber jetzt nicht mehr fertig werden. Alter. Ja, schön. Und was im tiefen Apfelwald passiert, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Ja. Ich wollte es eigentlich nicht, muss jetzt letztendlich, aber sorry. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Bis dann. Boah, ciao. Ist mal gestreckt.